Gute Idee. Ein bisschen ölig wird schon sein. Und die immer sozusagen diese Reihe, diese Körner zwischen deinen Fingern zerreibt, daran Ja, per reines riecht und dann Umriss. daran riecht. Und dann sogar mal die Zunge dran steckt, um zu gucken, ob das schmeckt wie ein Jolgomak, dieses hässliche, ekelhafte Zeug, was er den ersten Tag gegessen hat. Durchaus vergleichbar. Nicht ganz so, aber es erinnert dich dann doch schon sehr stark daran. Ist eine gute Idee. Du siehst dann auch, wie der Perine Geweihte erstmal einen Schritt zurückgeht. Ja, Perine, zum Gruß. Rein zum Guten großen Vater. Tag. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber wir stellen uns normalerweise erst einmal vor. Entschuldigt, Reinfried. ja, immer eben Hamel, aktuell Gaugraf und Ja, ihr seid jetzt krank, ja? ich fühle mich nicht krank, ich bin es und vielleicht könnten wir das einmal unter vier Augen besprechen. Er verdreht so ein bisschen die Augen. Gut, dann kommt man mit eurem Husten. Geht dann in Ja. die Sakristei und würde dann da auch die Tür verschließen, sodass kein anderer mitkommen kann. Ja, ich würde mich Bevor die vor die Tür Tür stellen. verschließt. Achso, da Salben, Tigelchen, da drüben ist der Spendenbeutel. Danke. Findet Damit ihr das macht er die nicht Tür zu. seltsam? Gestern zieht er sich noch vor versammelter Mannschaft aus und heute möchte er unbedingt unter vier Augen mit dem Geweihten reden? Das ist definitiv seltsam. Ist ihm sein Teil mittlerweile abgefault? Das ist eine unziemliche Unterhaltung, findet ihr Es nicht auch? wäre sehr Raya ungefällig. Sollte zumindest Karinor sich das nicht ansehen? Und ihr euch wirklich euch über solche Themen in der Nähe eines Perrainer-Tempels zu halten? Ja, Ja, wo denn sonst? Es geht hier um Gesundheit. Ich kümmere mich eigentlich eher um gesunde Gliedmaßen. aber ist es nicht auch eure Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie gesund bleiben? Oder zumindest Deswegen habe ich ihn hergebracht. Nicht falsch. Ist nicht falsch. Ja, als die Tür zugemacht ist, kannst du dann dich entkleiden ohne Probleme und er betrachtet dann deine Haut. Es wird wieder stinken. Du fängst an, dich selbst vor dir zu ekeln, aber dir geht's gut. Ich denk dran, ich habe mich gestern, das habe ich auch heute nochmal gemacht, mich mit Alkohol übergossen morgens. Ist egal. Okay, Also dann ist ganz konkret das andere. du riechst nicht nur nach Alkohol, nach Bier, sondern auch stinkst du Also der so. süßen Fäule. Ja, es ist ein Verwesungsgeruch, Pestilenz, es stinkt nach Krankheit, wie aus einem Seuchenhaus eben. Und er hält sich dann so ein bisschen seine Hand vor den Mund, wird sich dann auch so ein Tuch nach oben ziehen, betrachtet dich. Du kannst dann auch bei ausgestrecktem Körper dann deine Arme betrachten. Sie sind grau, teilweise ein bisschen schwarz von diesen. Du kannst es dann auch sehen, wie dann einige Stellen an deinem Körper aufgeplatzt sind und du offen auf den weißen Knochen sehen kannst. Also das, was heute Morgen Kieras noch bei dir gesehen hatte, auch das kannst du jetzt bei dir feststellen, wenn du nicht betrunken bist, an verschiedensten Stellen. Also Elle Speiche, wo du dann zwischen den beiden Knochenteilen durchsehen kannst auf den Rest des Fleisches. Du siehst wieder so ein paar Larven unter der Haut sitzen, ein paar Käfer und auch wie einige geschlüpfte Käfer dann versuchen, wieder deinen Körper zuzunähen mit diesem ja, süßen Saft, der da rausläuft. Dann Ja, schaue ich ihn ja erstmal erwartungsvoll kurz an. er schaut dich an, lässt sich dann einfach nochmal drehen. Wenn du dem gerade auch deinen Rücken zudrehst, wirst du dann auch so ein erschrockenes ja, Luft einziehen hören und lässt sich dann weiter rumdrehen. Gut, nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich will ganz gerne eine Sache wissen, und zwar bevor wir überhaupt über die Krankheit reden. Ja, Ist ja. das vielleicht, das klingt jetzt komisch, habe ich mir das vielleicht, ich war schon mal in Yolgomak vor nicht allzu langer Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob es daher kommt, ich glaube aber nicht. Mir ist natürlich bekannt, dass es Ich da würde ganz gerne drüben. von euch wissen, ihr seid doch ihr Priester. Das klingt vielleicht komisch, aber ich bin ja eben keiner. Ihr könnt doch erkennen, wenn etwas ein göttliches Zeichen ist, egal wie verborgen es aussieht. Würdet ihr mal einen Gefallen tun und gucken, ob das vielleicht eins ist? Ich weiß, das sieht überhaupt nicht danach aus. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es das ist, aber vielleicht ist das Teil einer Aufgabe, die ich bewältigen muss, von der ich so eine ungefähre Ahnung habe, was ich tun müsste. Habt ihr eine Waffe dabei? Ja, die liegt da auf dem Boden bei meinen Sachen.
zieht sie doch einmal bitte. Klar, immer zieht dann seinen Säbel. Du merkst, dass du, wenn du die Waffe aus der Scheide rausziehen willst, dass es ein bisschen klemmt. Dann mit ein bisschen mehr Gewalt kannst du es rausziehen, ist bis zum Ende verrostet. Das bestätigt mein Verdacht. Ich bin der Grund, weswegen hier das Brot versauert und die Kornfäule kommt. Das weiß ich nicht genau, aber... Ich weiß nicht, ob ihr daran schuld seid, dass das Korn fault, aber der Grund zumindest ist der gleiche. Und ja, es ist eine göttliche Prüfung. Gut, das habe ich mir fast gedacht. Das auf alle Fälle. Fangt mir bitte nicht an zu weinen. Wir reden hier nicht von den Zwölfen. Ja. Was wisst ihr? Ihr seid Thulamide. Ich bin mir jetzt mit der thulamidischen Kultur gar nicht so bewusst, aber ihr habt auch die 12 Monate, oder? Ja, seitdem ich in Yolgomak war, verstehe ich leider mehr über Dämonen als die meisten Schwarzmagier. Hm. Ich verstehe nicht so viel über das göttliche Wirken, aber ich verstehe, was diese ganze dämonische Kacke auf sich hat, weil ich mit einigen Leuten dort gesprochen habe und deswegen mehr Wissen habe als, wie gesagt, die meisten Schwarzmagier in den 12 göttlichen Landen. Einmal im Jahr ziehen wir uns allesamt in die Häuser zurück und verschließen für 5 Tage lang die Türen. Die namenlosen Tage. Ihr habt die Aufmerksamkeit eines Dämons auf sich gezogen, dem einer dieser Tage gehört. Ja, möglich. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber... Ich weiß zumindest, dass es wichtig ist, um die Schlacht in Wehrheim besser gewinnen zu können. Hat man euch von der Schlacht in Wehrheim erzählt, die vorsteht? Vor kurzem wurde es mir von einem Bauern berichtet, der auf die Felder zu mir kam und sagte, wir werden irgendwie evakuiert. Irgendwas, sagte er. Genau, Razazor wird kommen mit seinem Gefolge inklusive Galotta. Die Schwarzen Lande werden angreifen und versuchen, sich auszuweiten. Er dreht sich ja mal um und geht zu einem der Tische, nimmt sich ein kleines Stück Pergament und schmiert dann 5 Buchstaben drauf, reißt sie dann einmal raus und gibt ihn dir. Also, ich weiß nicht, wie ihr es hinbekommen habt, die Aufmerksamkeit eines dieser namhaften Dämonen auf euch zu lenken, aber dies ist sein Name. Sprecht ihr nicht aus, denn sonst werdet ihr... Ja, brechen. Und damit meine ich nicht nur euren Mageninhalt, sondern auch Blut. Gut. Ich kann so etwas schlecht behandeln. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist. Jeden Tag denkt er sich neue aus. Und zwar unendlich viele neue. Niemand kann wissen, was genau sich dahinter verbirgt, und ich kann nicht mehr machen, als euch mit Salben einzureiben, wenn ich die Ursache des Ganzen nicht kenne. Ja. Es handelt sich dabei auf alle Fälle, ihr seid von dem gleichen Dämon verflucht, der auch dieses Land jetzt plagt. Das geht wahrscheinlich von einer Sache aus, die ich mit mir rumtragen muss. Dann solltet ihr diese Sache nicht mehr mit euch rumtragen. Das ist ein guter Hinweis, aber leider ist mein Leben nicht so viel wert wie vielleicht wie die Schlacht. Wisst ihr, einige... Ja, habt ihr schon mal davon gehört, dass es Dinge gibt? Ihr reist jetzt durch Dapazien. Ist das denn vorher schon aufgetreten? Dass um euch herum Acker verfaulen? Nein. Das lag vielleicht daran, weil wir eine Nacht hier verbracht haben und vielleicht darf ich mich nicht so lange an einem Ort aufhalten. Dann nochmal die Frage, habt ihr euch an einen... Ihr habt doch... Ich habe Träume davon, wie ich die Macht habe, diese scheiß schwarze Mauer zu öffnen. Verdammt nochmal, ich habe richtig große Probleme, ich weiß das. Aber ich glaube, dass ich ein Teil der Lösung bin. Ihr müsst doch jetzt in der Partie, als ihr gereist seid, müsst ihr doch irgendwo übernachtet haben. Ja. Und ist das da auch aufgetreten? Bisher noch nicht, dass wir es bemerkt haben irgendwo. Dann hat sich irgendetwas verändert. Seit wann habt ihr diese Träume? Ich
Ich muss sagen, dass ich angefangen habe, Alkohol zu trinken seit gestern. Und dann von gestern auf heute ist es passiert. Und der Alkohol hat dafür gesorgt, dass ich eben diese Auswirkung dieser Krankheit, diese Hustenanfälle und diese Schwächung nicht mehr habe, sondern ich fühle mich immer weiter gestärkt, desto mehr Alkohol ich trinke. Das liegt nicht am Alkohol. Irgendetwas ist passiert. Der Alkohol hilft bei so einer erzdämonischen Krankheit nicht. Ich werde noch einmal mit der Gräfin sprechen. Ich glaube, diese Evakuierung ist sehr viel früher vonnöten, als wir gedacht haben. Vielleicht gibt es aber hier im Umland irgendetwas, was das ausgelöst hat. Ich konnte da gar nichts gegen tun, weil ich nur in die Nähe gekommen bin von irgendetwas. Dann werde ich in Richtung Garitz reisen. Die Magier müssen... Ich brauche irgendeinen Magier. Wir haben hier keine Akademien. Dann schnappt sich mal das Blatt Papier und zeichnet jetzt einige Zeitlüfen darauf auf. Habt ihr diese Zeichen schon mal irgendwo in euren Feldern gesehen, dort in der Nähe, wo vielleicht Vögel sterben oder Vögel gestorben sind? Nein, Vogelsterben haben wir hier nicht. Gut. Diese Zeichen kenne ich auch nicht. Gut, und das ist, was rund um Garrett gerade so ein wenig passiert und dort für Unsorge, für Sorge sorgt. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt vielleicht auch hier ist und wie auch immer. Irgendetwas ist passiert. Ich werde mit der Gräfin sprechen und wir haben nicht mehr so viel Zeit, wie wir eigentlich gedacht haben. Gut, wie gesagt, ich kann nicht mehr viel für euch tun. Ein einfacher Pareine-Segen, der euch etwas mehr Lebensenergie gibt und da hilft oder versucht zu helfen, dass ihr diese Käfer loswerdet. Ich verstehe nicht, wie ich die Käfer loswerden soll. Ich verstehe nur, wie ich einfach weitermachen kann mit meiner Aufgabe. Ja. Ich werde versuchen, euch dabei etwas zu helfen. Ja, ihr steht immer noch in der Kapelle und könnt dann sehen, wie die Tür wieder aufgeht und Reinfried wieder herauskommt aus der Sakristei, sucht ein paar Dinge zusammen, die er jetzt aus den verschiedenen Teilen der Kirche zusammenträgt, während Ömer dann auch raustritt und so ein bisschen verloren wieder vor dem großen Altar steht. Immer lächelt ein wenig, kommt immer erst auf euch zu. So, der Pereine Gewalt gibt mir jetzt gleich einen Segen, freundlicherweise, und dann wird es mir bald auch schon wieder besser gehen. Das wird schon alles gut werden. Die Götter sind bei uns. Na dann, ist ja entspannt. Seht ihr? Nun, ich glaube, er sammelt gerade Sachen zusammen für den Pereine Segen. Sehr gut, dann hoffe ich, das hilft auch und wir können unsere Reise fortsetzen. Ach, das können wir doch sowieso. Nee, erst morgen früh, ne? Heute Abend ist noch ich auf die Schnauze hauen. Immer nicht so ungut, aber wenig ist gewonnen, wenn dir während der Reise die Hand abfault. Ja, das stimmt. Oder wir alle im Graben landen. Euer Graben? Ja, ich bin gleich da, Moment. Oder uns allen die Hand abfault. Beim Thema, hat irgendjemand von euch noch so bleiche Stellen? Nein. Nein. Gut, da vielleicht so, wollte ich mal nachgucken, ich habe zwischen meinem Popak noch gar nicht geschaut. Lass gut sein. So, einen Moment. Seht ihr, so wichtig sind diese gleichen Stellen dann doch nicht. Wir haben hier keine Zeit für Witze. So, einmal diese Salbe bitte auftragen auf eure Brust. Fürbetten, Terbun, heilige Pereine. Ich empfehle dir, dass du dieser Person den göttlichen Beistand gibst und ich empfehle ihn dir an, auf dass du über ihn wachst und er seine heilige Aufgabe erfüllen kann. Pareine mit dir, mein Sohn. Schüttelt nochmal ein bisschen mit dem Kopf, sieht wirklich so ein bisschen kaputt aus. Viel Erfolg. Und ihr solltet das wirklich nicht so leicht nehmen und hier lächeln. Doch, wer nicht lächelt, hat nicht verstanden, wie das Leben funktioniert. Oh. Weiser Spruch. Ja, da würde ich mal eine Spende lassen. Keine Ahnung, was angemessen ist. 2-3 Dukaten. Ich lasse auch ein paar Münzen hier und versorge mich mit Trashbart, wenn man den bekommen kann. Euer Gnaden, habt ihr jetzt einen Augenblick? Ja, jetzt habe ich einen Augenblick. Ich muss gleich wieder auf die Felder. Was gibt's? Nein, natürlich. Ich wollte nur wissen, ob das, was unser Gefährt hat, ist das ansteckend? Also müssen wir auch irgendwie Vorsichtsmaßnahmen treffen oder so? Er schaut dabei einmal zu Ömer. Ja.
Ihr solltet euch... Ihr reist weiter mit ihm, ja? Ja, also das war zumindest der Plan. Ist es besser, wenn nicht? Dass ihr zu mir gekommen seid, dass was auch immer ihr habt, ist zumindest kein Husten. Dann werde ich das Ganze noch einmal... Ich werde die Göttin und Terbun noch einmal anrufen und für euch alle bitten. Ja, dann knie ich mal nie wieder die davon liegen wahrscheinlich. Ja, jetzt geht er tatsächlich nochmal umher und holt ein paar Kerzen, die er dann um euch herum aufstellt. Drapiert euch dann in dem Tempel so ein bisschen, wie er das gerne hätte, stellt euch dann auf verschiedene Knotenpunkte und ruft dann noch einmal die Fürbitten des heiligen Terbun an. Wird dauern ein bisschen länger, also 5 Minuten, die er dann da steht und euch einsegnet, ein bisschen Weihrauchwasser anzündet und euch dann so ein bisschen salbt, also auch die Brust dann einschmiert, einreibt. Und dann verabschiedet er sich, lässt euch dann in dem Tempel stehen, schließt diesmal nicht ab, sondern murmelt noch irgendwas wie, ich gehe jetzt zur Gräfin. Die Kornfreude scheint ihn mitzunehmen. Hab Dank, Vater. Also nachdem er raus ist, sag ich das. So, können wir jetzt weitergehen. Wartet, lasst mich noch diese Trashbart-Bonbons ein paar einpacken, nur so für den Fall. Trashbart-Bonbons? Wird Trashbart nicht erst zu Tee aufgekocht und dann? Fragt nicht. Und ich glaube, man muss die ins Wasser rühren dann, aber sie... Ich bin kein Gewalter, okay? Ich lutsch den Dinger nur. Ja, ich fülle auch mal meinen Kräutervorrat ein bisschen bei ihm auf. Ja, kannst du dann dich ein bisschen bedienen. Wie gesagt, da steht ganz viel da und dann könnt ihr wieder aus dem Tempel des Storches heraustreten. Atme mal tief durch. Und dann, wenn das Tal ja wirklich, das Piranha wirklich mit uns ist. Immer geht nochmal ganz kurz ins Stillgebet für sich und... Herrin Bereine, halt mich zusammen so lange, bis meine Aufgabe erledigt ist und ich die Menschen schützen kann, die ich schützen muss. Und gebe dann nochmal ein Goldstück in den Opferstock symbolisch. Nimmt sich aber keine Kräuter. Ich lasse auch noch eine Spende da. Ja, gut. Ich spende auch wohl was. Was ist eigentlich aus diesem Orden geworden, den der Markgraf von Warung stiften wollte? Was? Und er sagt, er würde einen Orden stiften. Den gibt es schon mal, es ist so. Wirklich? Ja. Komm, Abel, mir also würde ich jetzt weitere Ausführungen erwarten. Anzwin ist natürlich auch da. Den hat er für gegründet. Habt ihr damit etwas zu tun? Vor einem Jahr oder so etwas. Hat er die 3 Schwestern ins Leben gerufen. Und am Rande. Er tat dies wohl zu Ehren seiner verstorbenen Töchter. Töchter? Ach so, ja, ich habe natürlich die Dokumente gelesen, die ihr auf der Gezeitenspinne gesammelt habt. Nun, ich werde ihm wohl, das alles hier vorüber ist, einen Besuch abstatten. Ob ich ihm nicht ein wenig Gold herbeischaffen kann, wenn er es braucht. Gehen wir weiter. Ich glaube, jemand wollte ein Gebäude beschlagnahmen. Wie oft kommt man schon dazu? Moment, ich gehe mal eben ganz kurz meinen Rucksack holen. Ich wollte ihn eigentlich irgendwo rumliegen lassen, ich habe ihn schon wieder vergessen. Und immer geht dann, wenn wir in der Stadt sind, zurück in die Taverne, holt sich seinen Rucksack und geht dann zurück zu Jana. Ja, so können wir gerne vorhalten, dass man das Ausüben seiner preisgefälligen Autorität nicht genießen sollte, aber da lassen wir ihn. Ja, so könnt ihr dann in die Villa gehen, die euch gewiesen wurde. Ebenfalls am Platz der Sonne gelegen, eine alte Villa der Familie Ergau. Die steht aktuell leer und da wird wohl jetzt auf gräflichen Erlass hin eine kleine Schenke draus gebaut, beziehungsweise vorgebaut, wo dann eben auch es ein bisschen weiter runter geht. Das erinnert jetzt gerade auch Rafim und Ömer, die können dann beim Bau auch ein bisschen... ideenreich sein, wird dann so ein bisschen runtergegraben in den Boden hinein, dass man das dann auskleidet mit Hölzern, wo man dann abgesenkt in diesem kleinen Arena-Pool dann kämpfen kann und sich gegenseitig die Zähne rausschlagen darf. Ja, also ringsherum Holz, dass man gut drauf stehen kann und unten drin sozusagen die Erde, dass die Leute in der blanken Erde mit auf den Füßen stehen. Genau. Das sieht doch gut aus. Ja, und vor allem, wenn die Leute jetzt hier lange gekämpft haben und sich denkt, oh, ist alles ein bisschen dreckig, nimmt man die oberste Erdschicht, schmeißt die weg und schon hat man wieder einen sauberen Kampfboden. Ja, im Laufe des Abends kommen so 50 Söldner, Soldaten, irgendwelche Büttel, jemand, der einfach nochmal zusehen will. Ja, die dann nach und nach... 10 Dukaten Freibier.
die dann nach und nach in den Ring steigen. Ja, für 10 Dukaten kannst du natürlich auch viel gutes Mühlenbräu organisieren und dann viel Freibier organisieren. Ja, viele Leute, die dann hier der neuen Belustigung mal zusehen. Das wird ganz generell für eine gute Idee gehalten von der Gräfin. Eigentlich alles, was für die Gräfin da macht, wird für eine gute Idee gehalten. Und ja, so könnt ihr in der Blutgrube eure Nächte verbringen. Wenn ihr mögt, ihr könnt natürlich auch woanders hingehen, wenn ihr davon Schnauze voll habt. Ja, ich will dort pennen. Ich will mir da lieber eine Decke da hinlegen und dann irgendwann, nachdem der Kampflärm weg ist, sozusagen, dann irgendwie nach ein paar Stunden, würde ich dann sagen, ach, ich glaube, ich übernachte hier. Das ist irgendwie ganz cool, ja. Ich würde mir das Spektakel nicht antun. Also ich würde wahrscheinlich meditieren in der Kammer. Kann ich mich mit der Gräfin schlagen? Ausnahmsweise halte ich es mal mit dem Abelmir. Ich tue mir das auch nicht an und gehe zurück ins Gasthaus, trinke meinen ekligen Zwiebeltee und meditiere ein bisschen. Ich werde bei aller Preisgefälligkeit mir nicht den Zwiebeltee nochmal antun. Kann ich mir mit der Gräfin schlagen? Ist die hier? Du kannst, sie wird, nee, sie lässt sich da nicht drauf. Auf eine Prügelei mit einem Bandstrahl lässt sie sich nicht drauf ein. Okay, sie ist nicht da. Also, sie würde sich natürlich prügeln, aber nein. Dann predige ich irgendwie zwischenzeitlich, wenn mir keiner zuhört, irgendwas über Rondra und begucke mir das Ganze einfach nur und schaue, dass niemand stirbt. Ich, natürlich jedem, der mich herausfordert, der gute Kampf, ne, den mache ich mit. Also immer macht er den Wundarzt. Er hat sich einfach eine ganze Menge hier Stoffleinen besorgt, zerschneidet den billigen, hat den einmal ausgewaschen und wird dann damit sozusagen die Wunden versorgen, die Platzwunden, die entstehen, die vielleicht verbunden werden müssen, kurz. Ja, just hat man dann hier auch relativ fix einen kleinen Altar aufgebaut, einen kleinen Schrein, wo man dann ein paar Waffen opfert für Kor und auch für Rondra und für Svafnir, und jeder legt irgendwie ein paar Sachen dahin, so ein paar Dolche, die dann da in diesen Block gesteckt werden, und ja, der erste kleine Schrein für Kor ist gebaut. Ja, also wenn ich das nicht falsch verstehe, ist bei mir Blutopfern doch ganz normal in meiner Region zumindest, richtig? Ja, klar. Ja, dann opfere ich natürlich auch erstmal Blut. Wie machst du das? Also, ich würde mir in die Hand schneiden und dann... Und dann über den Opferblock, da wo die ihre Waffen reingesteckt haben. Aber das Blut, ja, richtig. Ich stelle mich davor. Kor, dein Segen wird auch heute wieder über mich wachen. Möge auch diese Schlacht, auch wenn sie nur gegen Freunde stattfindet, erfolgreich sein. Und dann würde ich mir mit dem Dolch in die Hand schneiden. Und das Blut über den Altar laufen lassen. Du merkst wohl, wie deine Waffe ein bisschen rissig ist. Und wenn du nochmal genauer hinguckst, kannst du sehen, dass sie wohl nicht stumpfer geworden ist, aber verrostet an einigen Stellen. Und dadurch hast du dir wohl ein bisschen mehr von deinem Finger, ein bisschen Fleisch noch mit abgeschnitten, dass der jetzt ebenso auf den Altar tropft. Deine Waffe ist also so ein bisschen kaputt. Also mein Dolch jetzt, oder was ist kaputt? Ja, dein Dolch. Okay, ja. Rafim zuckt einmal mit den Schultern. Ja. Gut, wird nicht weiter kommentiert. Ja, keine Ahnung, ist verrostet. Rafim hat keine Ahnung von Schmiedezeug. Geht halt irgendwann kaputt. Ja, wohl nicht ordentlich gepflegt. Ja, kann so gut möglich sein. 1W6 Schaden oder was mache ich mir? Ja, und dann kannst du, nachdem du 1W6 gewürfelt hast, kannst du das verdoppeln. Viel. Ja. Keine Regeneration. Ömer bekommt 2 Lebenspunkte dazu. Alle anderen verlieren 2 Punkte. Hilft der Segen kein bisschen? Der Segen hilft nicht. Kann ich mit Zechen da mich dagegen wehren? Hilft der Trashbart? Der Trashbart hilft. Ja, okay, dann kriegst du halt. Dann kriegt ihr 1 Punkt Lebenspunkte dazu und 2 verliert ihr. Also minus 1. Minus 1 LEP. Stimmt. Mit Trashbart, stimmt schon. Der Husten geht weg, aber ihr fühlt euch trotzdem am nächsten Tage nicht gesund. So ein bisschen... Ja, also es ist wie gesagt kein Husten mehr. Irgendwas ist da wohl passiert, trotzdem seid ihr schwach. Liegt vielleicht auch daran, dass es kein gutes Essen mehr gibt. Und als ihr dann, ja, am nächsten Morgen erwacht, könnt ihr feststellen, dass Ömer noch nicht da ist. Der liegt nämlich immer noch in der Blutgruppe und kann vor seinem geistigen Auge flimmern sehen. Der Hunger brennt in dir, er ist schlimmer geworden. Hast natürlich jetzt auch die Tag über kein Brot gegessen. Aber er brennt auf einer ganz anderen Ebene, in einer ganz anderen Sphäre.
Du spürst, wie das Land unter dir zerreißt, wie sauberes, unbeschriebenes Pergament. Und hinter dir auf deinem Weg die grauen Fäden der Sphären zerschnitten und zerteilt niederfallen. Und mit diesem brennenden Hunger erwachst du am nächsten Tag, der 17.